Folge Club 3, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir sind auch wieder in der Runde da. Ich glaube, mich kennt man, ja, Lena Schilling mit einem anderen Titel diesmal. Die designierte EU-Spitzenkandidatin der Grünen. Danke, dass du noch kommen kannst zu uns. Ich glaube, Vielen das Dank für wird dann die wahrscheinlich Einladung. dann nicht mehr so sein in Zukunft. Du hast sehr viel zu tun. Darüber sprechen wir auch gleich. Rainer Nowak ist bei uns, Krone-Ressortleiter für Wirtschaft und Politik, und Christoph Haselmeier, auch Politexperte und Meinungsforscher. Wir sprechen, glaube ich, aber gleich über dich, Lena Schilling. Ja, das war gestern dann doch ein Auftritt zusammen mit Werner Kogler. Wann war denn auch der Punkt da, wo du sagst, ja, jetzt gehe ich in die Politik? Das war ja früher anders. Ich habe tatsächlich mit der Entscheidung, ich habe sehr lange über die Entscheidung nachgedacht, weil es einfach ein Riesenschritt ist von Klimaaktivistin und irgendwie schreiben und auf der Straße für was kämpfen, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt dorthin, wo die Machthebel sind, ich gehe ins EU-Parlament. Das ist schon eine Überlegung gewesen, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Vor allem, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, wo kann man am meisten wirken? Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich versuchen mag, was da drin geht und vor allem auch versuchen mag, die Demokratie ein Stück besser zu machen. Was sagt ihr dazu, wie es ihr das gehört habt? Wahrscheinlich schon ein bisschen davor. Was waren so die Nicht ersten? wirklich davor, aber ich meine, wenn jemand den Job als Krone-Kolumnist aufgibt zugunsten einer politischen Karriere, kann ich das natürlich nicht gutheißen als Krone-Kolumnist, Ex-Kolumnist, aber verstehe natürlich, dass man sich politisch engagiert, und ich überhaupt einmal sagen möchte, das Unwürdige, und deswegen können sich die Grünen ja bei Lena Schilling bedanken, das Unwürdige an dieser Wahl bei fast allen Parteien war ja, dass es so viele Absagen gegeben hat. Also ich finde das ein bisschen komisch, dass Berufspolitiker dann sagen, huch, mache ich nicht, weil die Infrastrukturministerin wird nicht Fraktionsvorsitzende der Grünen, die Frau Edtstadler will lieber EU-Kommissarin werden und so weiter und so fort. Also jeder hat gute Gründe, und zwar ziemlich egoistische, karrieretechnische Gründe gehabt, das nicht zu machen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen eine Missachtung des Europäischen Parlaments, nämlich von genau den Leuten, die sonst immer sagen, wie wichtig das Europäische Parlament sind. Wenn es dann darauf ankommt, finde ich es komisch, dass man sich so einem Ruf entzieht. Umso mehr können die dankbar sein. Und eine Konstellation mit doch eher, sagen wir mal, höflich erfahrenen Kandidaten gegenüber Gut, einer dass du das sagst. Newcomerin, finde ich interessant. Ich bin nicht so höflich wie der liebe Rainer Nowak. Das überrascht uns jetzt alle So ist extrem. es, ja. Weil früher hat es ja immer geheißen, ja, hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. Und ich glaube, das trifft auf die Spitzenkandidaten außerhalb der Grünen zu der etablierten Parteien, das heißt ÖVP, SPÖ, FPÖ, aber auch der NEOS. Ja. Lena Schilling ist jetzt die einzige Frau in der Runde, aber vor allem auch ein junges Gesicht. Und das war auch eine mutige Entscheidung von Werner Kogler. Werner Schilling ist auch, Werner Schilling, pardon, Lena Schilling, ja, Werner Kogler, Lena Schilling ist auch natürlich jemand, die polarisiert. Ja. Es gibt viele Zuseherinnen und Zuseher, die finden sie gut, und es gibt viele, die finden sie furchtbar. Ich finde ja, Polarisierung ist gut, weil durch Polarisierung gibt es dich. Und wenn ich zum Beispiel auf Krone.at am Wochenende schon geblickt habe, aber auch zum Beispiel auch gestern, und dann gibt es tausende Kommentare, ja, zu deiner Person, dann ist das natürlich etwas, was in einem Wahlkampf hilfreich ist. Und wie Die sind gesagt, aber man nicht kann immer sich nett, hier, ne, die sind Kommentare. nicht immer nett, wie gesagt, deswegen auch Polarisierung. Es gibt Leute, die es nicht gut finden, es gibt Leute, die das gut finden, aber du hast die Aufmerksamkeit, und um das geht es in einem Wahlkampf. Und dann wird es natürlich auch um Inhalte gehen und am Ende des Tages auch um die Nationalratswahl. Da kommen wir aber später auch dazu, wann wird denn überhaupt auch gewählt. Aber generell eine mutige Entscheidung, und mit der Lena jetzt ein junges Gesicht, das sicher auch für einen gewissen Wirbel im EU-Parlamentswahlkampf sorgen wird und vielleicht dann auch später im Europäischen Parlament. Du hast ja auch gesagt, gestern im Interview zu uns auch, du wirst in Brüssel geht es eben darum, ein paar Leuten in den Arsch zu treten. Welchen Leuten wirst du denn auch da in Brüssel in den Arsch treten? Gibt es da konkrete Namen? Ich glaube, ganz wichtig ist da anzufangen, das EU-Parlament ist ja tatsächlich in Wahrheit ein Ort, und deswegen ist die Entscheidung auch getroffen, wo ganz viele Entscheidungen getroffen werden, die für unsere Lebensrealität wichtig ist. Also angefangen davon, was in den Supermarktregalen ist, wie wir von A nach B kommen. Also die meisten Regelungen werden schon tatsächlich dort gemacht und auch dann irgendwann in nationales Recht übersetzt oder auch nicht. Aber gerade da gibt es total viel zu gewinnen. Und ich glaube, dann ist die Frage, wem muss man gut auf die Finger schauen oder in den Arsch treten, wie ich mir noch immer erlaube, manchmal salopp zu sagen. Und es rutscht mir wahrscheinlich weiterhin raus, ist einerseits Lobbyisten und den Strukturen dort. Ich glaube, Brüssel ist ja deswegen auch immer mal wieder verschrien, weil es super bürokratisch ist, weil man dem viel vorwirft. Und ich glaube, das, was wichtig ist, zu sagen,
man kann ja Orte auch versuchen, besser zu machen und sich es vor allem mal anzuschauen. Und das ist schon klar, ich glaube, ich stehe mit derselben Vehemenz und auch mit derselben Begeisterung für dieselben Themen. Und wenn da Dinge irgendwie nicht gut laufen, dann werde ich das auch sagen. Willkommen bitte in der neuen Rolle. Dankeschön. Ich muss jetzt mal kurz verstehen, also ich fürchte mich ein bisschen jetzt an dieser Stelle. Ich fürchte mich weniger vor dem sogenannten Tritt, sondern mehr vor der Ankündigung, in den Regalen der Supermärkte durchzugreifen. Da finde ich ja, dass Brüssel die falsche und dort das EU-Parlament sich zum Teil zu viel herausnimmt und zu viel eingreift. Wenn ich daran denke, dass wir jetzt irgendwie Fruchtsaft- und Milchpackungen haben oder kleine Plastikverschluss verschweißt sein muss und man sich regelmäßig anschüttet, da denke ich mir schon, also wer hat die Zeit gehabt und den Animo gehabt, sich um derartigen Schwachsinn zu kümmern, der dann tatsächlich bei jedem zu Hause ankommt, wäre besser nicht zu Hause angekommen. Aber ich glaube, genau das, was ich damit gemeint habe, ist, was jetzt zum Beispiel beschlossen wird noch in der Periode, ist das Lieferkettengesetz, beziehungsweise das ist jetzt ganz viel diskutiert worden. Und genau das meine ich. Also quasi die Frage von Transparenz von Produkten, woher kommen die? Und das ist, was ich zum Beispiel super finde. Also ich glaube, bei jeder kleinen Schadensregelung muss man jetzt nicht reden. Aber sozusagen, okay, die Konsumentinnen und Konsumenten haben schon auch, sollen die Möglichkeit haben zu wissen, woher kommt das, was ich esse eigentlich? Woraus besteht das? Und das ist derzeit nicht der Fall. Und ich glaube, das sind zum Beispiel wichtige Schritte, sowohl im Klimaschutz als auch im Umweltschutz, zu schauen, werden die Standards eigentlich eingehalten für die Konsumentinnen, aber halt eben auch in Zukunft dann bei Menschenrechtsstandards in der Produktion. Du wolltest was sagen, Rainer. Bitte. Ich finde das schön heute. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der mich ein bisschen mit Sorge wird man da einhüllt, ist, dass es bei vielen, natürlich ja nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei anderen Parteien, also dass die Europäische Union ja einmal als Hort oder Ort des freien Handels gegründet worden ist und langsam aber sicher meiner Meinung nach die Gegner des freien Handels, des weltweiten freien Handels immer mehr Macht bekommen. Übrigens nicht nur bei der Linken und bei den Grünen, sondern eben auch bei der Rechten, macht mich ein bisschen sorgenvoll. Ich glaube, über Handelspolitik und wie sich da die EU entwickeln wird, das werden wir in den nächsten Monaten noch sehr viel diskutieren. Mhm. Und vielleicht auch wir beide. Aber ich nehme deine Sorge mit und werde die weiter. Eine wahre Politikerin. Ja, aber deine Themen waren ja auch, bei den Interviews haben wir schon gehört, Klimaschutz natürlich und der Kampf gegen die Rechten. Also das sind jetzt zwei Riesenthemen, die uns eh schon jahrelang begleiten. Wird das nicht irgendwie um Fahrt auch für die Bevölkerung? Was glaubst du? Ich glaube, wenn das Fahrt wird, dann haben wir ein richtiges Demokratieproblem. Also gerade jetzt, wenn wir über das reden, was in ganz Europa passiert, der Rechtsruck. Wir haben gesehen, wie der Faschistengruß in Italien gezeigt wird. Und die Bilder waren ja, wirklich extrem schockierend. Dann haben wir gesehen, in Potsdam, wo da irgendwie Geheimtreffen stattfinden, wo sich AfD-Politiker mit Identitären ausmachen, Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu deportieren, geht sie auch nicht aus. Das heißt, ich glaube, die Frage ist schon auch für uns alle, was heißt das eigentlich für uns? Und da darf so ein Thema nicht Fahrt werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade jetzt haben wir in Deutschland gesehen, wie viele Leute das bewegt. Und ich glaube, wir werden gleich nachher noch darüber diskutieren, ob das in Österreich auch so ist. Und der Klimaschutz, es tut mir total leid. Aber ob wir über die Klimakrise reden oder nicht, ändert wenig daran, dass sie passiert, sondern wir müssten mal was dagegen tun. Mhm. Und ich glaube, auch da, wir haben noch einige Jahre, wo wir wirklich was zu gewinnen haben, um die Klimakrise einzudämmen. Und vor allem auch Bodenschutz, Umweltschutz, ganz, ganz wichtige Themen. Wenn wir da nichts tun, wird es geschissener für alle. Mhm. Spannend wird das sein, wie die anderen, in dem Fall alles männliche Kandidaten, auf Lena Schilling dann reagieren. Wie gesagt, das kommt dann natürlich auch dann unsympathisch rüber, wenn jetzt ein alter, weißer Mann, ja, um das so bildlich darzustellen, dann auf eine junge, eloquente Frau dann auch losgeht, auch in der Diskussion. Also das wird auch sehr spannend sein, weil natürlich jeder von denen ja die Punkte bei dem jeweiligen Wahlklientel machen will. Ja, das ist auch verständlich. Aber entscheidend wird natürlich auch noch sein, ja, wir haben ja am 9. Juli die EU-Parlamentswahl. Wann haben wir die Nationalratswahlen? Ja, reden wir kurz noch über rechts vorher. Also ja, sonst kommen wir ins, okay, na alles gut. Also, ich finde das mit der Langeweile eine ganz gute Frage, abgesehen davon heißt es nicht mehr alter weißer Mann, sondern im konkreten Fall alter gefärbter Mann. Gefärbter Mann, okay. Was ich schon interessant finde mit der Langeweile, zumindest in Österreich, ist schon so, dass mir ein bisschen vorkommt, dass in Österreich man sich mit den Rechtspopulisten mehr arrangiert oder, weiß ich nicht, abgefunden, fast lethargisch hat als in Deutschland. Jetzt ist die FPÖ meiner Meinung nach nicht so extrem wie die AfD, darüber kann man gerne auch noch diskutieren und streiten, ist aufgrund ihrer kurzen Geschichte die AfD sicher viel extremer gegründet worden. Die FPÖ kommt ja dann doch aus einer
Zeit, wo sie auch einen starken liberalen Flügel hatte. Die Länderorganisationen sind anders als die der AfD. Die in der AfD sind, machen, was sie wollen. Gibt bei uns da schon noch einen Durchgriff durch den Bund. Und es gibt dann mildere Gruppen wie die Oberösterreicher und etwas härtere Gruppen wie andere. Aber was ich sagen wollte, war, ich bin wirklich überrascht, dass dieses Aufstehen und diese Demonstration in Österreich gar nicht stattfinden. Noch dazu in einem beginnenden Wahljahr. Und ich finde das interessant, dass da offenbar die Mobilisierung, Mobilisierung von Lena Schilling, Mobilisierung von Andreas Babler, von Caritas, derzeit noch nicht passiert. Das heißt, dann kommt halt wieder der Daniel Landau, der ohnehin immer alles organisieren und mobilisieren muss und darf, was auch okay ist. Finde ich interessant, dass da nicht so demonstriert wird. Jetzt kann man sagen, gut, das war nicht in Österreich. Man könnte aber auch sagen, der Herr Sellner ist ein Österreicher. Wir waren da ja auch einmal dabei. Insofern wäre es wahrscheinlich vom Signal her ganz interessant, wenn es dann so ist wie in Deutschland, dass das gleich benutzt wird, um die CSU auch noch mit einzutunken. Vorsicht, finde ich nicht so gut. Also wenn, dann soll es ein breiter Schulterschluss sein. Aber ich finde nur interessant, dass das in Österreich eigentlich recht verhalten ist. Du hast das ja schon richtig komplett ausgeführt. Das ist einfach historisch in Österreich anders gewachsen. Freiheitliche haben ja unter anderem ja auch schon Landeshauptmann gestellt in Kärnten, unzählige Regierungsbeteiligungen auf Landesebene, aber natürlich auch auf Bundesebene, wo man de facto dreimal in der Bundesregierung war, das BZÖ mitrechnet, bis sogar viermal dort drinnen gesessen. Also dementsprechend ist auch der Umgang mit der FPÖ historisch in Österreich etwas ganz anderes. Und wie gesagt, auch die AfD ist sicher anders zu setzen, speziell auch in den Ländern, da bin ich ganz bei Rainer Nowak, als die Freiheitlichen. Und die Freiheitlichen in Österreich sind de facto in der Mitte angekommen, nämlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, dass die Gesellschaft dass die Gesellschaft auch hier sich aus meiner Sicht ein wenig auch hier verschoben hat. Wenn du Fahndungslisten jetzt. Ja, aber wenn du zwischen, sagen wir mal, bei repräsentativen Umfragen, egal welches Institut das machst, zwischen 27 und teilweise sogar über 30% stehst, dann bist du breit. Nicht argumentieren, nein, du kannst schon argumentieren und bist du breit in der Gesellschaft angekommen. Wenn du von Arbeitern, es werden mehr Arbeiter wählen, die Freiheitlichen, als die Sozialdemokratie, die eigentlich die Arbeiterpartei ist. Aber die stehen ja wohl nicht bis zu Ärzten und Steuerberatern. Aber so kann man nicht argumentieren. Man kann nicht argumentieren, weil jemand eine Mehrheit hat oder eine relative Mehrheit, ist aber sie sind automatisch Mitte und nicht extrem. Nein, ich habe gesagt, sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, nicht eine Mittepartei. Bleiben eine Mitte Rechtspartei, selbstverständlich, aber sie sind mitten in der Gesellschaft. Sie sind mitten in der Gesellschaft angekommen. Das ist was anderes als eine Mitte-Partei. Mitte-Partei könnte man sagen, ist eine christlich-soziale Partei, zum Beispiel ÖVP. Ja, dann ist die Frau Meloni, dann ist der Herr Putin, dann sind viele in der Mitte. Aber in der Mitte der Gesellschaft sind sie, weil sie breit sind. Das meine ich damit. Ich glaube, da muss man wirklich ganz genau drauf aufpassen, was man sagt. Schauen wir uns mal an, was da eben für Sager gemacht wurden. Wir haben gerade schon zweimal auf die politische Fahndungsliste hingewiesen. Kickl irgendwie meint rechtsextremer Orden. Was bedeutet denn das alles? Das alles ist, und das kann man sich sehr genau anschauen, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands hat eine Liste mit Kriterien herausgegeben und die Aussagen von Kickl erfüllen so ziemlich alle. Das heißt, man könnte Kickl, und ich würde nicht die ganze FPÖ so nennen, d'accord, aber man könnte Kickl als rechtsextrem bezeichnen. Und ich glaube, man muss ganz genau aufpassen, welchen Platz man Menschen und auch Parteien in einer Gesellschaft einräumt. Was das Problem an der FPÖ ja zusätzlich ist, zu diesem Rechtsruck, den wir da haben, dass die FPÖ extrem furchtbare Sozialpolitik macht. Also die FPÖ ist die Partei, die den 12-Stunden-Tag mit eingeführt hat, die 60-Stunden-Woche, Krankenkassen angegriffen hat. 12-Stunden-Tag war super. Darüber können wir gern streiten, aber auch Frauenrechte angreift. Speziell auch für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich habe super auch ausreden lassen. Also wie gesagt, Frauenrechte angegriffen, ganz ehrlich. Norbert Hofer hat ein Buch mit rausgegeben, wo drüber steht, dass Frauen einen Brutpflegetrieb hätten und einen ganzen Kerl brauchen. Ich verteidige jetzt nicht die angefangen damit. Nicht ja, aber ich glaube, und genau da ist schon die Frage, die FPÖ und vor allem rechte Parteien machen das Leben für Frauen schlechter, machen das Leben für die Arbeiterinnen und Arbeiter, für die sie eigentlich stehen wollen, in den allermeisten Fällen schlechter. Das heißt, der Rechtsruck ist demokratiegefährdend und der Rechtsruck macht das Leben für die allermeisten Menschen schlechter. Und ich glaube, darüber sollten wir reden. Aber das heißt, du würdest jetzt einfach sagen, dass ein knappes Drittel der Menschen, die jetzt zur Wahl gehen, einfach jetzt in Österreich rechts sind? Oder warum? Nein, warum? Enttäuscht. Warum? Genau, das ist ja auch das Thema, warum auch die Freiheitlichen profitieren. Ja? Ja. Weil, wie gesagt, diese Enttäuschung über verschiedenste Politik einfach
einfach sehr, sehr groß ist, ja, beginnt bei wirtschaftlichen Maßnahmen und endet, wenn du so willst, bei Corona, ja, und sich viele einfach auch nicht abgeholt fühlen. Ja, und ich glaube, da haben alle etablierten Parteien hier das Problem, hier Antworten auf die Probleme der Menschen einfach auch zu geben. Ja, das immer natürlich in einer heutigen, immer vernetzteren Zeit viel wichtiger ist. Aber deswegen kannst du aus meiner Sicht dann auch nicht ganz sagen, sagst, das ist alles. Natürlich muss man es aufzeigen, das machst du auch richtig aus meiner Sicht, ja. Aber am Ende kann man nicht dann jeder, der jetzt freiheitlich wählt, abstempeln, dass das jetzt quasi jetzt so salopp jetzt ein Nazi oder ein Rechtsextremer ist. Ganz weil im Gegenteil. Dadurch befeuert man das noch einmal, weil die Leute sagen, das lasse ich mir nicht bieten. Ganz im Gegenteil, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wir müssen ganz hart unterscheiden zwischen den Aussagen von Herbert Kickl und Aussagen der Parteiführung, die getätigt werden, und den Wahlmotiven von FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wählern, die enttäuscht sind von dem, was nicht funktioniert hat. Die FPÖ stellt sich ja auch als Anti-Establishment-Partei hin und hat dabei einen Korruptionsskandal nach dem anderen. Herbert Kickl hat eine Zeit lang mit am meisten verdient im Nationalrat mit Nebenjobs und hat das dann irgendwann nicht mehr aufgezeigt. Also schon auch zu sagen, okay, die Parteiführung und die Wählerinnen haben sehr wenig miteinander zu tun. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause, würde ich vorschlagen, und dann geht es gleich spannend weiter bei uns. Bleiben Sie dran. Zurück, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Mir ist schon ein bisschen aufgefallen im ersten Teil, dass der Christoph heute sehr nett ist, überhaupt zu Lena Schilling. Was ist denn da passiert? Ja, ich habe mir gedacht, ich tue heute nicht klänken, so wie der Rainer Nowak, ja, sondern nur ein bisschen Lepo schitzen. Nein, aber Spaß beiseite. Wir haben uns ja natürlich auch die Lena Schilling auch angeschaut als Spitzenkandidatin für die EU-Parlamentswahl, weil das natürlich auch interessant ist und die Gerüchte gab es ja schon längere Zeit. Und da siehst du, ja, dass speziell sie stärker performt bei den Jungen als andere mögliche Kandidatinnen und Kandidaten bei den Grünen. Das heißt, da hat sie eine Stärke. Das ist definitiv sicher auch aufgrund ihrer Eloquenz, aufgrund ihres Alters. Ja. Es gibt natürlich auch Schwächen, das ist halt immer so im Leben, so wie bei uns allen. Das ist bei der 60-Plus-Generation, muss man aber auch fairerweise dazu sagen, tun sich die Grünen generell schwerer, ist zwar besser geworden, aber da tust du dir zumindest bei den Daten vom IFDD durchaus noch schwer. Das heißt, die Älteren muss man noch überzeugen. Aber wie gesagt, das ist schon, deswegen, ich muss es ja unabhängig machen, wie immer, ist das schon auch spannend, wenn jetzt ein neuer Player, in Wirklichkeit ein neues Gesicht, ja, das ein bisschen auch aufmischt. Ja, und dementsprechend bin ich heute so, wie ich bin. Ma. Hast du einen Ratschlag für mich? Ich möchte ja auch Wahlkampf machen für die Großeltern in diesem Land. Ich darf auf Sendung, sehr gut. Ja, ist das schön. Und ich möchte vor allem auch. Ich möchte ja vor allem tatsächlich, ich meine, sowohl die Klimakrise als auch Demokratiefragen sind ja tatsächlich auch Fragen, die Seniorinnen in diesem Land auch beschäftigen und bewegen. Was wäre da dein Ratschlag? Schau, ich mache ja keine Strategieberatung, das machen ja viele andere, aber ich kann dir zwar keinen Ratschlag, aber einen freundschaftlichen Tipp geben. Einfach, wie du schon gesagt hast, auch Seniorinnen und Senioren, die haben Enkel, die haben Kinder. Und dass man auch auf die zugeht und sagt, okay, das endet eigentlich nicht mit eurem Ableben, was bei uns allen irgendwann einmal der Fall sein sollte, sondern es geht auch um Weiteres. Und da ist es nicht nur wichtig, was man auf ein Wahlplakat schreibt, weil das oft einmal verpufft und einfach auch nicht so aufgesogen wird, sondern das Stärkere ist, wenn du rausgehst, mit den Leuten sprichst, die Hände schüttelst, bei Veranstaltungen bist, auch reingehst, wo es zum Beispiel wehtut. Werner Kogler hat das gemacht, zum Beispiel in ein Bierzelt, sage ich jetzt einmal zumindest, das war vorher undenkbar bei den Grünen, dass man im ländlichen, trinkt doch gerne Bier, habe ich gehört, aber es ist eine andere Geschichte, aber jedenfalls auch dorthin gehen, wo man jetzt sagt, okay, da würde man eigentlich jetzt eine Lena nicht erwarten, ja, oder eine grünen Politikerin in dem Fall, und dann mit persönlichen Ansprachen, das einfach versuchen, weil das ist das Wichtigste. Dann sind die Multiplikatoren, nämlich die Leute draußen, die sagen, die habe ich kennengelernt, die ist jetzt doch gar nicht so, wie ich die aus der Zeitung gekannt habe und so weiter. Aber ich glaube schon, dass halt viele Bürgerinnen und Bürger einfach angefressen sind auf die Politik. Absolut. Die Inflation steigt, es wird trotzdem alles teurer. Auch die Migrationskrise ist in Österreich total angekommen. Seit 2015 haben wir den Terror importiert in Österreich. Das sind so Sachen, die natürlich die FPÖ auch wieder, das sind wieder Punkte für die FPÖ. Aber was kann man jetzt ändern als Lena Schilling?
Das kann man tatsächlich ändern, weil wir reden seit Jahren und alles ist irgendwie blöder geworden und wie gesagt teurer geworden. Aber was kann man wirklich ändern? Ich glaube, dass ich die Lösung für alle Probleme bringe, das wäre ziemlich anmaßend. Das, was ich versuchen möchte und das, warum ich das ja in Wahrheit mache, ist, weil ich keine Berufspolitikerin bin und auch nicht morgen sein werde. Ich bin noch immer ich und stehe für meine Themen und habe bis jetzt Parteien kritisiert und werde das auch weiterhin tun. Ich werde sicher keine geschniegelte Parteifunktionärin so schnell. Und ich glaube, genau da liegt Potenzial drin, zu sagen, mir geht es ja tatsächlich darum, gerade in der Klimafrage, gerade in Fragen, die die Menschen beschäftigen, zu sagen, hey, ich mache Wahlkampf für meine Mama, ich mache Wahlkampf für meine Oma und ich mache vor allem auch Politik für diese Menschen. Und das würde ich mir wünschen, dass ich das so gut wie möglich schaffe und gleichzeitig nicht in diesem politischen Apparat einfach weitermache wie alle anderen, sondern sage, hey, wenn Fehler passieren, dann kann man die zugeben. Wenn was gut läuft, läuft's gut. Wenn nicht, dann nicht. Aber glaubwürdig und ehrlich in all dem sein. Und ich glaube, da hilft mir, dass ich bis jetzt nicht bei einer Partei war und auch nicht ein Parteibuch habe. Ich hoffe, dass du so bleibst, ja, in Wirklichkeit. Weil die letzte, die einmal in einer Diskussion, das ist schon viele Jahre her, so gesprochen hat, wo ich mich da noch erinnern kann, war die Sigrid Maurer und die ist jetzt durchaus, ja, jetzt kannst du natürlich nichts gegen die Krupp-Obfrau der Grünen im Parlament sagen. Würde ich auch klar. Nicht. Ja, würdest du auch nicht in der Öffentlichkeit und selbstverständlich auch nicht hinter der Kamera, aber die hat auch gesagt, und das, ich bin keine Berufspolitikerin und so weiter und das ist jetzt auch für mich durchaus die Sigi, wenn ich sie so liebevoll nennen darf, durchaus auch ein gewisses Paradebeispiel auch an Berufspolitikerin. Sie ist ja natürlich auch Klubobfrau. Das heißt, da ist oft so, dass natürlich dann der Standort den Standpunkt dann natürlich auch bestimmt. Da gebe ich dir recht und ich glaube, da drin liegt total viel Potenzial, quasi nach Europa zu gehen. Ich erinnere dich in 10 Jahren. Wir können das gerne und ich möchte auch gerne jederzeit daran erinnert werden, weil ich mir das wirklich wichtig ist, dafür zu stehen. Aber deswegen ist Europa nochmal anders. Da gibt es keinen Clubzwang, da gibt es keine Art von Verpflichtung, mit der eigenen Fraktion zu stimmen. Wir haben gesehen, was Ottmar Karas dort auch bewegt hat und gemacht hat mit eigenen Standpunkten. Und ich glaube, das ist die große Stärke und deswegen habe ich mich auch für die EU-Ebene entschieden. Wobei, ich glaube, die große Gefahr in Brüssel ist, also egal ob das Journalisten oder Politiker betrifft, meiner Meinung nach gar nicht, dass man quasi Parteisoldatin oder Parteisoldat wird, sondern was immer wieder zu beobachten ist, eine gewisse Abgehobenheit. Vielleicht, wenn man den ganzen Tag mit intelligenten Menschen zu tun hat und mit ganz wenig Unintelligenten im Vergleich zur eigenen Heimat, dann kann es dazu führen, dass man eine gewisse Überheblichkeit entwickelt, einen gewissen Hang, die eigene Heimat, die eigene Politik im kleinen Land als provinziell zu beurteilen etc. etc. hat man bei vielen in Brüssel gesehen und zwar wirklich nicht nur Politikern, sondern eben auch Journalisten, die in Wahrheit also ja das eigene Land belächeln im besten Fall und das finde ich immer extrem schwierig. Das ist ein Grund, warum früher auch Botschafter immer wieder ausgetauscht wurden und es macht schon Sinn, dass die Menschen nicht zu sehr davon abheben. Dafür bin ich ein zu großer Fan von Austropop und dem schlechten österreichischen Fußball. Findest du, dass Europapolitik Innenpolitik ist? Ich glaube schon, dass man vor allem das, was in Brüssel passiert, viel näher ins Land bringen muss. Also meine Idee wäre jetzt auch nicht, wenn ich dort einziehen sollte, dann in Brüssel zu sitzen und nie wieder in Österreich aufzutauchen, sondern möglichst viel Zeit auch hier zu verbringen und sich zu überlegen, wie man die Brücke baut zwischen den Dingen, die dort entschieden werden und das, was hier ankommt. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir das nicht geschafft haben. Aber ich sage jetzt, wenn du jetzt sagst, du möchtest viel in Österreich sein, dann das ehrt dich natürlich. Ja. Aber wenn du nicht in Brüssel bist oder in Straßburg, ja, wird ja noch immer hin und her gependelt, dann hast du keinen Einfluss. Wie willst du diesen Knoten auflösen? Naja, es ist ja normalerweise so, im Schnitt, man hat eine Woche also Straßburg, das heißt tatsächlich Parlament, eine Woche Ausschüsse in Brüssel und dann Fraktionsarbeit eine Woche und eine Woche quasi frei, um andere Art von Politik zu machen. Und zwischen diesen Zeiten hat man diese eine Woche, da werde ich versuchen, hier zu sein, aber halt vor allem auch nicht aufzuhören, die Verbindung zu schaffen zwischen den Richtlinien und Verordnungen, die in Brüssel beschlossen werden und den nationalen Dingen, die hier passieren. Also das hat ja einen Zusammenhang, das ist ja nicht getrennt voneinander zu sehen, sondern hängt ja ganz, ganz eng zusammen. Und ich glaube, genau darum wird es auch gehen, auch hier nationale Politik weiter zu beeinflussen, aber einfach auf einer anderen Ebene. Das wollen ja einige versuchen, auch die Bierpartei wieder mal zu Wort gemeldet. Was gibt es da für Chancen? Mehr als nur zu Wort gemeldet, würde ich sagen. Also mich hat das fast überrascht, weil es ist ein echter kleiner Gamechanger. Also das Antreten der Bierpartei, das ist ja quasi Ottmar Karas auf cool. Das bringt das ganze System jetzt schon durcheinander und das verändert relativ viel, weil der dürfte in den Umfragen nicht ganz schlecht liegen. Also der hat eine sehr realistische Chance, den Nationalrat einzuziehen und damit, und dann vielleicht auch später bei einer Wiener Gemeinderatswahl zu punkten. Und der wird natürlich, sagen wir mal, das Mitte-Links-Lager
tendenziell sich dort was holen an Stimmen und das anknabbern, was dazu führen könnte, dass es der Herr Babler plötzlich 1-2 Prozentpunkte verliert. Vielleicht auch die Grünen, vielleicht auch die KPÖ, die Neos, wer auch immer. Mhm. Und das verändert natürlich einiges. Ja. Also das finde ich überraschend, wie schnell und wie hart das gespielt hat. Und offenbar hat er es ja schon lange geplant. Und während wir trefflich seit Wochen und Monaten über den Herrn Karas und seine Versuche reden, eine breite Liste mit unterschiedlichsten Namen zusammenzubringen und das bisher jetzt nicht so erfolgreich war, dürfte es beim Herrn Bogo schon erfolgreich sein. Das ist so ein Battle bei den Linken, oder? Bitte wie? Also so ein Battle quasi, also quasi als Bevölkerung, wenn soll man da jetzt wählen? Okay, so ja gut, der Herr Karas ist jetzt also nicht der Karas, ursprünglich nicht ganz links gewesen. Ja, wobei natürlich. Die SPÖler jetzt zur Bierpartei oder die Neos? Also ich finde, für die SPÖ ist es auch eine ganz interessante Frage, weil die haben sich ja ganz offen dafür entschieden, mit dem Kandidaten Andreas Babler quasi nach links abzudichten, also gegen die KPÖ, also auch gegen die Grünen. So, und jetzt kommt dann trotzdem die Bierpartei und kommt möglicherweise zumindest laut Umfragen in den Nationalrat, während quasi die rechte Flanke, die ein gewisser Hans-Peter Doskozil hätte abdecken können, sollen, wie auch immer, zur Seite geräumt wurde oder sich selbst zur Seite geräumt hat, ist einfach also rein spieltheoretisch ist das total interessant, was da gerade passiert. Ja, möglich. Ja, Entschuldigung. Naja, vor allem haben ja auch einige SPÖlerinnen und SPÖler während der Präsidentschaftswahl Marco Pogo unterstützt. Also auch genau. Da finde ich das Verhältnis total spannend. Aber mehr Parteien, vielleicht mehr Demokratie, wer weiß. Ein möglicher Antritt der Bierpartei, wir wissen es ja noch nicht ganz genau, er will ja noch Mitglieder sammeln und vor allem auch muss er die Finanzierung ja auch zusammenbekommen, wobei, das glaube ich, das schafft er schon durchaus, ist natürlich eine Zersplitterung des Mitte-Links-Lagers. Mhm. Ja. Und ein echter Game-Changer, ja, weil Anfang Dezember, wo wir auch hier zusammengesessen sind, haben wir gesagt, Karl Nehammer, Bundeskanzler, ja, abgeschlagen auf Platz 3. Jetzt hat die ÖVP ernsthaft ja, wirklich die Möglichkeit, und ich glaube, wir werden das auch bald sehen, dass die Volkspartei und die SPÖ, ja, sofern das Ergebnis der Kommunisten, wie es jetzt ausschaut, in Salzburg-Stadt sehr gut ist und Vlasny mit seiner Bierpartei antritt, ja, dass die Plätze tauschen. Und um das geht's. Es geht gar nicht unbedingt um den Platz 1. Der ist wahrscheinlich sowieso für die FPÖ schon vergeben. Egal, ob sie dann 26% haben oder 30% haben, die werden sich dort irgendwo wiederfinden. Aber es geht um den Platz 2 und dann natürlich um eine Mandatsmehrheit im Parlament. Und dementsprechend ist das Beste, was der Volkspartei in Wirklichkeit passieren kann. Und Andreas Babler wurde heute ja schon angesprochen, hat natürlich ein Riesenproblem. Andreas Babler hat bei Sommergesprächen bei einem Öffentlich-Rechtlichen in Österreich gesagt, ich habe Dominik Vlasny gewählt bei der Bundespräsidentenwahl. Mhm. Ja. Hätte ich so auch nicht gemacht, aber wie gesagt, es ist etwas anderes. Wie soll ich jetzt gegenüber Ihnen Politikjournalisten wie Rainer Nowak dann argumentieren, das ist alles eine Spaßpartei und so weiter. Aber auch die Freiheitlichen haben ein Thema, weil die Freiheitlichen, die Erzählung geht zwar noch rein, das sind die Etablierten, die Einheitspartei, in dem Fall die 4 im Parlament. Und wir sind Antisystem. Nein, die FPÖ ist selbstverständlich Systempartei, aber die Bierpartei natürlich nicht. Da gibt's einen, es wird auch den Freiheitlichen, will ich damit sagen, zwar leicht, aber schon auch noch im Protest ein bisschen. Das glaube ich nicht, und zwar aus einem einfachen Grund, weil der Herr Vlasny, der Arzt ist. Du klängst schon wieder. Der Arzt ist, auch Leute also geimpft hat und dafür geworben hat. Also ich glaube nicht, dass jemand, der quasi in der Covid-Zeit für die im weitesten Sinne Regierungslinie gestanden hat, obwohl er aus einer Protestpartei kommt und der Inbegriff der Protestpartei ist, dass die genau dann ausgerechnet den wählen. Also ich glaube, das ist ein städtisches Hipster-Phänomen und jetzt kann man sagen, 5% Hipster haben wir gar nicht in dem Land, aber vielleicht 5%, die glauben, sie sind welche. Nein, ich bin bei dir, ich bin bei dir, was das betrifft, rund um Covid-19 und so weiter, teile ich deine Einschätzung. Ich teile sie nicht bei Leuten, die generell angefressen sind, ein bisschen von der Politik, die jetzt sagen, Corona, ich bin zwar geimpft, aber die Politik kotzt mich, entschuldige, jetzt ist das saloppe Ausdruck, dennoch an hier. Ja. Da glaube ich schon, dass es
schon auch noch Überschneidungen mit der FPÖ gibt. Am wenigsten, und die werden sich am meisten gefreut haben, Donnerstag letzter Woche bei der Volkspartei. Das sehen wir zumindest in den Zahlen. Ich glaube, das, was spannend ist, ja sowieso auch erstens, mit welchem Team Dominik Vlasny antritt und vor allem, für welche Themen er steht. Im Präsidentschaftswahlkampf war es ein Personenwahlkampf. Da ging es um ihn und um seine Geschichten. Das war irgendwie ganz nett und lustig. Aber jetzt in einem Nationalratswahlkampf muss man sich inhaltlich positionieren. Und da bin ich extrem gespannt, wie er das machen wird, mit welchen Leuten er da auftritt. Und ich glaube, darauf wird es dann auch ankommen, bei welchen Parteien er tatsächlich Leute zieht. Weil bis jetzt kann ich ehrlicherweise, und ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht genau sagen, wofür der steht. Na, Mitte Links bis jetzt. Also was man jetzt weiß, ist ja, aber Themen. Klar, also welche, für welche Themen steht? Politik etc. Transparenz, Bildung, damit ist wieder ähnlich, weil es im Neo-Style Sozialpolitik hast du angesprochen. Also wie gesagt, eigentlich klassische Mitte-Links-Themen. Ja? Aber entscheidend. Weil die Neos nicht Mitte Links sind, auch wenn sie so sind. Ja? Sondern? Sie sind gesellschaftspolitisch sicher Mitte Links aus meiner Sicht, wirtschaftspolitisch nicht. Das nächste Mal machen wir so eine Parteienkarte mit Einordnungen für den Bildungsauftrag. Das funktioniert natürlich nicht, weil dann jeder sich für die Mitte in der Mitte verortet und das dann alles schwimmt. Ja? Also gerade vorher gesehen war das Wort rechts fast als Herabwürdigung verwendet. Das ist interessant, naja. Aber du, wenn du dir anschaust, nagelst du jetzt bitte nicht ganz genau fest, ja, der Österreicher sehen sich selbst als Mitte. Na ja, klar. Ja, so, drei Viertel der Bevölkerung. Aber jetzt sagen wir mal, gut, die FPÖ, die gewinnt. Ja, bei den Wahlen sagen ja auch eben viele Meinungsforscher. Schauen wir mal, was wirklich dann kommen wird. Aber was passiert danach? Ich hoffe, wir sind genauer als der Oktopus bei den Fußball-Weltmeisterschaften. Ja. Aber das wäre schön, das fände ich nett. Vielleicht kann man sowas noch für das Wahljahr organisieren. Es geht im Wahlkampf jetzt nicht mehr, es ist nämlich quasi kleine Tierquälerei. Ne? Das kommt bei der Krone nicht so gut an. Also, nicht so gesagt, gut. Ich glaube, die Menge Entenfellner hätte da was dagegen. So schaut's aus. Aber was wird wirklich wieder passieren? Es wird wahrscheinlich wieder Demonstrationen geben, oder? Es wird wieder auf die Straße gegangen, wenn jetzt die FPÖ vorne... Am Freitag um 18 Uhr. Ist ja auch schon das erste Mal, wo die im heurigen Jahr wieder auf die Straße gehen. Wird das so groß werden wie in Deutschland oder eher kleiner? Ich glaube, das kann man jetzt nicht sagen und ich bin ehrlicherweise wirklich schlecht in so Demonstrationsschätzungen. Ich habe viele Demonstrationen angemeldet und ich bin mit der Zahl meistens daneben gelegen. Deswegen glaube ich, bin ich nicht die beste Adressatin. Ich würde schon denken, also wenn man sich anschaut, welches Mobilisierungspotenzial es gibt, dass einige Leute da hingehen werden, wird es beim ersten Mal so groß sein wie in Deutschland, weiß ich nicht. Wird das eine Bewegung auslösen, die danach kommt? Das kann ich mir gut vorstellen, dass das quasi der Auftakt ist zu einem Protest. Kommt jetzt aber auch darauf an, wie sich die FPÖ weiter verhalten. Also wenn da noch mehr so Sager kommen, wird sich der Protest fortsetzen. Ich glaube, das muss man abschätzen, aber ich würde schon auf ein paar tausend Menschen tippen. Ich glaube aber, dass der Protest, wenn der wirklich groß werden sollte, am Ende des Tages sogar eher aufs freiheitliche Konto einzahlt, als es ihnen schadet. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, das wird man... Alles eine Frage der Größenordnung. Also ich glaube, wenn du 100.000 Leute hast... Also wenn es Auftritte gibt von Herbert Kickl wie der Corona-Zeit im Wiener Prater, die in der Diktion und in der Sprache schon auch recht eindeutig waren, glaube ich, ist es jetzt dann nicht mehr so ein breiter Kandidat. Also kann man, glaube ich, heute nicht sagen. Aber entscheidend wird auch sein, ich glaube, wir sprechen immer über Nationalratswahl, wann die stattfindet, weil es hat natürlich auch dann Auswirkungen auf die EU-Parlamentswahl. Ja, können wir ja gerne drüber reden. Also es gibt ja einfach massive Strömungen innerhalb der Volkspartei, zu sagen, man wählt an einem Tag, nämlich dem 9. Juni, gemeinsam mit der Europawahl, weil das quasi aus organisatorischen Gründen, sowohl für die Länder, also für die Gemeinden, vor allem aber auch für die Parteien und vermutlich auch für die ÖVP, einfach günstiger und einfacher sei. Es gibt auch Menschen, die dem widersprechen, dieser These. Da hat wahrscheinlich die eine Partei ein bisschen mehr Vorteile und die andere ein bisschen mehr Nachteile, aber ja, könnte passieren. Aber wird das jetzt schon bei dieser Kanzlerrede angekündigt oder nicht? Nein, würde ich nicht. Nein. Aber wenn, dann im Februar. Die Kanzlerrede, glaube ich, ist mehr so eine Wahlkampfauftakt-Generalprobe. Hatten wir doch schon mit der Rede 2030, die Rede für die Zukunft, die absolut lächerlich war. Das würde ich jetzt so nicht formulieren, aber sie hat zumindest nicht so stark funktioniert, wie das der Redner, glaube ich, beabsichtigt hat. Deswegen wird man das, glaube ich, das noch offen. Die Volkspartei hat die Möglichkeit, sogar bis Anfang März, wenn es der 9. Juni ist, aufzulösen. Da bräuchte man einen Sondernationalrat, den kann man aber natürlich einberufen. Die Stimmen hat die Volkspartei dafür, also die Mandate. Sonst gibt es am 28. Februar eine reguläre Nationalratssitzung, also auch dort kann man, aber wie gesagt, Anfang März ist die absolute Deadline. Aus Sicht der Volkspartei ist natürlich der 9. Juni sicher sehr interessant. Auf der anderen Seite, man wird
ein dickes Minus bei der EU-Parlamentswahl einfahren. Ja. Der Kader wäre demotiviert und. Man kommt in eine gewisse Abwärtsspirale. Und jetzt aber durch die Player Kommunisten Salzburg, Dominik Vlasny, ja, wir haben schon drüber gesprochen, Zersplitterung des Mitte-Links-Lagers, ja, hat man wirklich wieder diese Luft auf Platz 2, ja, und dadurch auch den Bundeskanzler weiterzustellen. Ja, und Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird wohl alles tun, davon ist auszugehen, dass er das auch befeuert, ja, am Ende. Und da musst du jetzt stark sein. Ja. Die EU-Parlamentswahl ist dann in Wirklichkeit allen wurscht, weil man kriegt Wahlkampfkosten zurück, dann haue ich die Europafahne dort auf, kein Gesicht. Das ist also ein ganz interessanter Punkt. Genau. Wie tust du mit der mittlerweile in Österreich doch recht scharfen und klaren Rennen als in früheren Jahren, ganzen Parteienfinanzierung, Wahlkampfkosten, Abrechnung, wenn du quasi beides machst? Du hast einen EU-Wahlkampf und hast einen Nationalratswahlkampf. Wie ist das dann, wenn die Frau Schilling mit dem Herrn Kogler auf einer Bühne steht, zwei Drittel, ein Drittel, halbe, also so halbe. Weit ist es ja wirklich noch nicht. Und ich glaube, die große Frage ist ja, also das ist die Frage, die ich mir stelle, wie will die ÖVP denn das begründen? Wir hatten jetzt zwei Regierungen, die beide Male beendet wurden. Können wir bitte mal irgendwann eine Wahlperiode fertig machen? Es ist ja auch schon nur noch nervig. Schau, die Grünen wollen, verstehe ich, aber jetzt muss ich dir ein bisschen bremsen, die Grünen wollen natürlich im September wählen, weil auch das haben wir gesehen, letzten September hatten die Grünen eine kurze Welle, die man gesurft hat, mit 12% sogar in den Umfragewerten. Warum? Weil es so skurril es war, die Brücken weggerissen hat, es gebrannt hat und so weiter, und dass diese 2-3 Wochen sich genau stattgefunden haben im September und die Leute zumindest kurzfristig gesagt haben, oh, Klima ist schon auch wichtig. So, vor allem bei denen, wo der Bach durch den Keller gerunnen ist. Ja. Also wie gesagt, kenne ich doch auch den einen oder den anderen, speziell in Bleiburg in Südkärnten. Ja, ja. Aber Tirol, Salzburg, andere Sachen. Ja, ja, die Klimakrise ist schon in den Wohnzimmern. So, und das Thema, das stimmt auch. Ja. In dem Fall ist im September, das nutzt natürlich. Junitermin schlechter für die Grünen. Ja. Im Mai ist vielleicht einmal warm. Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, was war die Begründung der ÖVP, wieder zu sagen, wir wählen nicht im Herbst, sondern schon wieder früher. Indem du sagst, okay, ich erspare dem Land lange Gelähmtheit und wir nutzen den Sommer und machen nicht Urlaub, da verhandeln wir die Regierung und im September starten wir und fertig. Und die Leute werden sagen, bravo, und machen wir. Ja. Und, sprechen wir vielleicht gleich drüber, machen wir aber ganz eine kurze Pause. Merkt ihr das, was du sagen willst? Mach ich. Ganz kurze Pause, bis gleich. Ja, wir sprechen jetzt noch über die Wahl natürlich, die ja wann stattfinden werden. Gibt es da eine Strategie dahinter? Natürlich gibt es eine Strategie. Ich glaube, 9. Juni ist durchaus ein sehr realistischer Tag, wenn die Rede am 26. Jänner jetzt gelingen sollte, dass du auch hier eine gewisse Dynamik erzeugst. Und ich glaube auch, diese Zersplitterung des Mitte-Links-Lagers kannst du nicht wirklich bis September aufrechterhalten. Also dementsprechend würde ich, und auch von der Erzählung her, den 9. Juni für durchaus realistisch halten. Wir werden es aber in spätestens 4-5 Wochen definitiv wissen, wann es ist. Eines ist natürlich auch klar, die EU-Spitzenkandidaten würden natürlich unter die Räder kommen. So das jetzt definitiv. Das glaube ich schon, wenn wir am selben Tag wählen würden, weil jetzt kennen wir durchaus die Parteien, dass zumindest 90% ja, der Fokus ist auf die Innenpolitik, 10% auf die Spitzenkandidaten. Du glaubst doch ernsthaft nicht, dass ein Herbert Kickl sagt, lieber Wilimski, Harald, da ist die Bühne, aber gut, genauso auch Schieder oder Babler. Das heißt, der Fokus und auch von den Medien, aber da bist du natürlich viel näher dran als ich, ist sicher dann Nationalratswahl. Aber hat die Bevölkerung das tatsächlich irgendwie im Kopf, die U-Wahl? Und du hättest, und das ist der Punkt, zum Beispiel bei den Grünen, ja, wenn du bei der U-Wahl hattest du so zwischen 45 und einmal 59%, de facto sagen wir mal rund um die 50% Wahlbeteiligung, machen die Grünen voraussichtlich, sage ich jetzt einmal 12%, ja, ist ein gutes Ergebnis. Wenn du aber gleichzeitig wählst, ja, und es zu einer Zersplitterung kommt, kann es da passieren, dass du wirklich auch nur einstellig bist. Ja. Ja, wobei, also und du hättest die höchste Wahlbeteiligung bei der EU-Parlamentswahl, weil warum soll jemand in ein Wahllokal gehen, ja, wenn ich 2 Zettel kriege und sage, nein, Europa will ich nicht, ich will nur Nationalrat. Aber ich würde mal vorschlagen, dass wir uns darauf einigen, dass das nicht ganz negativ ist, wenn die Wahlbeteiligung bei der Europawahl steigt. Und dann bin ich bei dir. Zweitens glaube ich, dass es
für alle Kandidaten vielleicht das größte Problem für die ÖVP geht, weil, glaube ich, die meisten Menschen in dem Land wählen wahrscheinlich bei beiden Wahlen die gleiche Partei. Mhm. Es wird jetzt nicht sagen, ah, da will ich freiheitlich, technisch und dann da doch die Grünen. Also das schaue ich mir wirklich an und ich glaube, die meisten Menschen wählen dann einfach die gleiche Partei zweimal. Und da kann man sich jetzt dann einfach auch so genau anschauen im Vergleich zum letzten Mal, wer dann profitiert und wer dann nicht profitiert. Mhm. Vielleicht profitiert der Herr Lopatka eher vom Herrn Nehammer und vielleicht stört es den Herrn Kogler aber nicht, wenn er bei der Bühne am letzten Wahlkampfaufschluss neben der Frau Schilling steht. Also ich würde sagen, diese Geschichten sind jetzt nicht so. Und jetzt muss man nur einmal, um die Kirche im Dorf zu lassen. Also ob man jetzt eine Wahl um 4 Monate vorverlegt und vor dem Sommer statt nach dem Sommer wählt, ist auch schon wurscht. Also im Juli, August sind traditionell die Monate, wo politisch in diesem Land nicht wirklich viel passiert. Wenn man jetzt sagen würde, man hat ein ganz dichtes Programm zwischen Grünen und ÖVP und es ist doch ganz, ganz viel und es sind 70 Reformprojekte am Start und die sind alle knapp vor Abschluss, ja, dann würde ich sagen, wählen wir bitte erst im Dezember. Nur da das nicht so ist, ja, und es ist eine totale Blockadepolitik bereits herrscht und in Wahrheit in beiden Parteien die Mitarbeiter in den Kabinetten sich eh überlegen, was sie sich für neue Jobs suchen und von den Ministern und Ministerinnen, glaube ich, zum Teil auch versorgt werden. Also es ist eh schon in Auflösung und wenn es in Auflösung ist, dann lieber schnell und nicht, also wie ich glaub, Ende mit Schrecken schauen, und glaubst Schrecken du, glaubst Ende. Bin ich ja bei dir, aber glaubst du, die Medien aber schon den Fokus, wenn es am selben Tag wäre, auf die Innenpolitik legen, oder? Ja, nein, oder aber schon? Auch bei der Europawahl wird natürlich nicht abgefragt, die Meinung zum IAA-Konflikt, sondern vielleicht eher die Meinung abgeholt zum Thema, wie halten Sie es denn mit den großen Themen unserer Zeit, die da wären, eben Rechtspopulismus etc. etc. Mhm. Also das sind ja ganz viele Themen, die sind innenpolitisch und europapolitisch. Deswegen sehe ich das Problem nicht. Ich sehe es für die Beteiligung eher positiv. Ich sehe es vielleicht für das ein oder andere europäische Thema nicht so positiv. Ich glaube, die Frage ist ja auch genau das. Also vielleicht ist es aber auch, und das ist jetzt einfach ein Gedanke, den ich jetzt noch nicht fertig gedacht habe, sondern der einfach gerade gekommen ist, vielleicht ist es auch eine gute Chance, um europäische und nationale Themen zusammen zu denken und sich zu überlegen, nämlich tatsächlich so im Hintergrund, wenn man sich überlegt, was kann man da gewinnen, wo sind denn die Schnittmengen und wo sind die Dinge, die wir wirklich auf beiden Ebenen weiterbringen können, jetzt gar nicht super populistisch wahlkampfmäßig, sondern tatsächlich politisch inhaltlich. Und also keine Ahnung, was wird, schauen wir mal. Ich habe keine Glaskugel zu Hause, aber eigentlich könnte man sich ja überlegen, ob das nicht politisch sogar inhaltlich tatsächlich eine Chance sein kann, aber keine Ahnung, das ist eine Frage, die offen bleibt. Also es steht ja auch die große Kanzler-Nehammer-Rede quasi am Freitag vor uns und was wird denn da alles auch besprochen werden, was werden die Themen sein jetzt von der ÖVP, hat man da schon, ist schon ein bisschen was durchgesickert? Ja, jetzt würde ich sagen, es klingt ein bisschen. Es klingt ein bisschen, diese kleine Schlenker habe ich jetzt gemerkt. Ja. Es klingt ein bisschen CSU-ig, also wenn ich das so sagen darf. Also die amüsante Details, wie man will das Gendern quasi verfassungsrechtlich verbieten. Also ja, wir haben, glaube ich, größere Sorgen unserer Zeit, dass drinnen steht, in Wahrheit eine breite Steuerentlastung. Finde ich interessant. Mhm. Das drinnen steht übrigens ein ziemlicher Sprung über den eigenen Schatten für die ÖVP, dass nicht der Familienlastenausgleichsfonds, also die Familienbeihilfe und andere Beihilfen, subventioniert wird über die Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeiträge, nämlich die Lohnnebenkosten, sondern dann ins Budget kommt, wo es eigentlich hingehört. Ist interessant, wenn Sie das wirklich durchziehen wollen. Mal schauen. Also es ist so eine Mischung. Es ist natürlich auch der ein oder andere populistische Vorschlag drinnen. Interessant, ja klar, mehr Polizeistationen und so weiter und so fort. Also es ist so eine Mischung, mal schauen, wie dann der Fokus wirklich liegt. Also was ist sozusagen die Kante? Es wird wohl sein, Familien, mehr Leistung und mehr Sicherheit. Beim Thema Asyl, Abschiebungen bin ich gespannt, was kommt. Das ist jetzt doch ein bisschen im grauen Dunkeln. Also geht man da auf die FPÖ-Linie und sagt, relativ unrealistisch, nein, es darf in Österreich keinen Asylantrag mehr geben, weil man ist ja von Ländern umgeben, wo man Asylanträge stellen kann. Also geht das gar nicht mehr, was technisch recht schwierig umzusetzen sein würde. Unmöglich, um genau zu sein. Kann ich nicht sagen. Also es ist spannend und es wird sich trefflich darüber streiten lassen. Ich glaube so, Christoph.
Ich glaube auch, dass man einen großen Fokus auf Steuerentlastungen oder generell auf Entlastung auf das Thema Wirtschaft und Finanzen setzt. Da werden natürlich dann die anderen Parteien sagen, entschuldige ÖVP, ihr habt 37 Jahre, wart jetzt quasi in der Macht, ihr hättet es ja schon vorher beschließen können. Davon habt ihr doch auch sehr lange auch immer wieder Finanzminister gestellt. Ja? Nicht durchgängig, aber immerhin hätte man das mal vorher machen können. Kann man auf der anderen Seite das aber auch beleuchten und kann sagen, naja, wir haben Ewigkeiten zum Beispiel über die sogenannte kalte Progression gesprochen und in den Wahlkämpfen und dann wieder in gebetsmühlenartig und. Und jetzt ist sie dann doch abgeschafft worden. Also das war schon auch ein Riesenschnitt. Also da sage ich, auch als Politikanalyst, da ist man lieber, ja, es passiert dann doch irgendwann mal, es passiert gar nicht. Glaubst du, Lina? Ich glaube, es wird total spannend, nämlich tatsächlich die Frage, ob wir uns mit inhaltlichen Themen auseinandersetzen oder nicht. Und meine Prognose wäre, dass es sehr populistisch wird. Wir haben bei der letzten Rede irgendwie vom Autoland und dem Schnitzel und was auch immer geredet, anstatt über nämlich auch andere Themen, die tatsächlich auch inhaltlich spannender gewesen wären, wie zum Beispiel Fragen von Teuerung, Fragen von Belastung von Menschen im Land, Fragen von, wenn man eine Rede auf die Zukunft haltet und in keinem Wort die Klimakrise anspricht, ist das schon einigermaßen bewundernswert. Ich glaube, also da gibt es total viele Fragen. Brauche ich so ein zynisches Schild? Ab jetzt kriege ich so ein Sarkasmus-Schild für dich. Ja, und ich glaube, die große Frage der ganzen Rede wird, was will man denn? Will man tatsächlich eben inhaltlich Politik machen? Will man über was reden? Oder wozu haltet man diese Rede? Und das können wir jetzt alle nicht sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Rede. Wir werden schauen. Es ist ja nicht mehr lang hin bis dahin. Und in Wahrheit ist ja die Frage auch, wie sich die ÖVP eben positionieren wird. Aber mit 37 Jahren in der Regierung gewesen sein und dann noch immer irgendwie Versprechungen machen, die sie nicht halten. Deswegen wechselt die ÖVP immer ihre Spitzenkandidaten, Bundeskanzler und Parteichefs auf, damit sie sich distanzieren kann von sich. Na, und ich brauche aber irgendwas, ja, um auch die Grünen zu quälen am Freitag. Also das ist zwingend notwendig, ja, aus meiner Sicht. Ja, nämlich nicht aus meiner privaten Sicht, sondern ich muss ja irgendeinen Konflikt auch schaffen, weil man hört ja natürlich immer wieder im Off, ja, die anderen wollen früher zwar oder könnten sich vorstellen, aufzulösen, die Grünen nicht. Also muss irgendwas definitiv auch machen, aus meiner Sicht, um auch den grünen Koalitionspartner wirklich so zu verärgern, dass die sagen, es geht jetzt wirklich nicht mehr. Ja. Also das hätten wir schon oft versucht, würde ich sagen. Also nur als Klimaposition und als Aktivistinnenposition kann ich sagen, die ÖVP hat in den letzten Jahren so viele Dinge gesagt, vom Bürgersaga bis Dinge in Migration und Asylpolitik, wobei, die Menschen verachten sind, wo man wirklich irgendwie geht, das Feilschen um ein Klimaschutzgesetz, also mal schauen. Ich bin ja heute sehr freundlich, aber ich sage, den Grünen war aber eh alles wurscht de facto. Ja. Wollte das also, mit anderen Worten gerade sagen. Kogler hat sich oftmals, ich habe das schon bei der Krone gesagt, ich wiederhole mich, oftmals abgebeutelt wie ein nasser Hund, sage ich jetzt einmal. Ja. Und bei den Themen und auch den Grünen war es de facto wurscht, ja. Hinter der Kamera und privat haben sie immer was anderes gesagt, wenn Kinder im Dreck gelegen sind und so weiter, war auch wurscht, man hat das einfach dann doch gemeinsam gemacht. Ja. Also dementsprechend bin ich neugierig, wie man jetzt hier einen Konflikt einfach auch inszenieren will. Also man muss quasi will. So in den System quasi mitschwimmen, sonst ist man weg vom Fenster, oder? Die Grünen sind natürlich Systempartei, das ist definitiv so, wenn du Regierungspartei bist, bist du Systempartei und ich glaube, man hat durchaus bewiesen jetzt knapp 5 Jahre, dass man das sehr gut machen kann, nämlich die Systempartei zu sein. Naja, und trotzdem, also ein paar Dinge hat die Regierung schon weitergebracht aus dem Klimabereich. Man also Streitgespräch, das meine ich ja nicht damit. Ja, ja, nein, genau, aber ich glaube, für ein paar Dinge hat man gekämpft, ein paar Dinge hat man umgesetzt, Globautunnel als Beispiel, wo auch viele Leute sehr, sehr zwiegespalten sind, wie man das finden soll. Erneuerbaren Wärmepaket. Ja, ja, werden wir schon, da sehen wir uns dann wieder. genau, aber ich glaube, eben, das liegt alles irgendwie in der Zukunft, wie diese Rede wird und was das für das Land heißt. Aber ich wünsche mir ehrlicherweise, dass es fürs Land heißt, dass wir uns jetzt wieder mit den Sorgen von den Menschen beschäftigen und nicht mit einem Binnen-I, worüber übrigens am allerliebsten die FPÖ redet. Ich habe mir das angeschaut. Wenn man sich anschaut, wer übers Gendern redet, dann ist die FPÖ mit großem Abstand die Partei 1, weil es offensichtlich so ein wichtiges Thema ist, die FPÖ, die Verbotspartei, wie auch immer man das sehen will. Und im Übrigen, wenn wir schon über die wahren Themen des Lebens reden und nicht die österreichische Innenpolitik, könnten wir jetzt ganz kurz festhalten, dass während wir ausgestrahlt werden, möglicherweise schon sich eine Entscheidung zuspitzt und klarstellt, nämlich die New Hampshire, dass Donald Trump quasi möglicherweise der Kandidat der Republikaner gegen Joe Biden wird und möglicherweise Chancen hat, Präsident zu werden. Große Chancen sogar. Ich war in den USA, Illinois, durchaus ein demokratischer Staat. Ich war extrem überrascht auf die Fahnen in den Vorstädten von Chicago zum Beispiel. Durchaus in demokratischen Hochburgen.
Take America Back und so weiter. Mhm. Du hast hier, und danke, dass du es angesprochen hast, Rainer, du hast im November die Möglichkeit, einen alten Deppensenilen, ja, zu wählen. In dem Fall oder einen unberechenbaren Verbrecher. Ja, und ich glaube, alles, beides ist nicht gut für die Welt, aber der Verbrecher, es gilt selbstverständlich für beide die Unschuldsvermutung, ja, falls die amerikanische Botschaft zuschauen sollte, hat wirklich gar keine so schlechten Chancen, wieder amerikanischer Präsident zu werden. Und das hätte gravierende Auswirkungen, ja, speziell auch auf Europa und auf die Europäische Union. Oh, und jetzt bitte nur zur Ehrenrettung des Joe Bidens. Die Wirtschaftspolitik der USA ist im Vergleich zu Europa ziemlich gut zurzeit. Also sie stehen einfach weitaus besser da. Das könnte das Einzige sein, was an Joe Biden quasi noch rettet, weil die Wirtschaftspolitik immer wahlentscheidend in Amerika oder einer der wahlentscheidenden Gründe in Amerika ist. Aber total spannend, oder? Das Jahr ist ein Jahr, wo wir uns sehr genau damit befassen müssen, wie die Welt danach ausschaut. Klar ist, 2025 wird die Welt ein bisschen anders ausschauen. 70 Wahlen, 4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten könnten zu diesen Wahlen gehen. Wir haben große Entscheidungen wie die in den USA, die auch darüber entscheidet, wie unsere Zukunft ausschaut, nämlich eben in ganz großen Fragen wie Wirtschaft, Klima, Soziales in allem, aber genauso in Indien zum Beispiel und Russland als Konfliktpol, der weiter bestehen bleibt. Ich glaube, unsere Welt ist gerade sehr bewegt und ich hoffe, dass viele Menschen die Welt weiter bewegen. Schau, und die Amerikaner sagen natürlich America first. Auf die NATO haben sie nicht wirklich einen Bock, bis auf die demokratischen Politiker. Und dann sagen sie, macht euch das selber. Und in der Ukraine, Trump hat das schon angekündigt, ja, in Interviews mit diversen amerikanischen Medien, so quasi, er beendet das in einem Tag. Ja, kann man natürlich leicht beenden, keine Waffen, kein Geld. Ja. Dann schaut es recht bald dunkel aus. Knapp 1000 Kilometer weiter hier von Wien. Und das hat dann natürlich gewaltige Auswirkungen. Und die Europäer sind leider viel zu schwach als Gesamtheit aufgestellt, ja, weil wir auch zersplittert sind, ja, weil wir es nicht schaffen, so quasi alle Vereinigten Staaten von Europa, oh, war sie schon, Reizthema bei vielen unserer Zuseherinnen und Zuseher. Aber wenn wir nicht besser zusammenarbeiten, dann werden wir definitiv einer sein, der Verlierer der Globalisierung. Dann müssen wir für ein starkes Europa kämpfen und ein solidarisches. Auch. So, Lena, wir sind auch am Ende der Sendung angelangt. Lena Schilling wird uns vielleicht noch ein paar Mal besuchen. Du hast aber wahrscheinlich einen ganz anderen Plan in Zukunft. Wo wird man dich auch treffen? Doch immer als Klimaaktivistin oder zum Beispiel jetzt am Freitag auch in Wien? Wo bist auf du jeden Fall. Der hat sein müssen am Ende, oder? Ich habe darauf gewartet. Am Ende muss noch einmal eine Spitze kommen. Ich bin am Freitag natürlich auf der Demo, aber auch sonst als Aktivistin unterwegs und einfach als Mensch auf ganz verschiedenen Orten. Und ich freue mich total auf spannende Auseinandersetzungen. Und ab und zu werden wir uns sicher sehen und weiter diskutieren. Ich werde euch sonst sehr vermissen. Ja, wir freuen uns. Wir sagen mal Prost. Cheers. Dann alles, alles Liebe alles und dann Sie zu Hause noch alles Liebe. Kraft, bleiben Wahlkampf. Sie gesund. Prost. Prost.